Ein Velociraptor? Nein, kein Velociraptor. Vielleicht wurde bei einer anderen Ausgrabungsstätte was gefunden. Ich bin mir ganz sicher, genau hier befindet sich ein Raptor. Yep, hier bin ich goldrichtig. In ein paar Minuten habe ich es geschafft. Nur noch ein bisschen. Ach, Mann, es war da drüben. Ich war so nah dran. Ein Velociraptor? Ja, und in gutem Zustand. Wenigstens ein Teil der Lorbeeren gebührt mir. Es war praktisch mein Fund. Eine Mal, dass ich keine Schere dabei habe. Denk dran, die Doktoren Settler und Grant wollen, dass wir bei diesem Fossil größte Vorsicht walten lassen. Selbst ja auch immer. Beim nächsten Mal bringe ich einen Sandstrahler mit. Huh?
Komm, wer war denn? Vielleicht kann ich helfen. Vielleicht ist das ein Palsteg. Oder ein Fischerknoten? Brauchst du etwas Hilfe? Kein Problem. Ist das Teil festgeschraubt? Komm schon, beweg dich! Bis ich das Ding da rauskriege, bin ich ausgestorben. Ein Presslufthammer? Das ist eine Bombenidee. Doch ganz vorsichtig. Hast du etwas Kleber dabei? Sechzehn Zentimeter lange Raubkralle, scharf wie ein Rasiermesser auf der Mittelzehe. Dr. Grant, Dr. Sattler, wir sind fertig für den nächsten Versuch. Ich hasse Computer. Beruht auf gegenseitig. Ich geb's auf. Versucht uns. Oh, Vorsicht! Dieses Seil hält. Wie nennt man das noch? Es liegt mir auf der Zunge. Oh, Moment, ich hab's gleich. Zerbrechliche. Ja, dieses Seil hält zerbrechliche Ausrüstung. Oh, oh. Sorry. Der perfekt erhaltene Schenkelknochen eines Kopfognathus. Wirklich? Oh, nein. Das ist meiner. Ich hatte Hähnchenschenkel zu Mittag. Jetzt weiß ich, was das Problem ist. Es braucht zwei Räder, nicht nur eins. Und einen Lenker. Deswegen bist du runtergefallen, Dave. Kein Lenker. Thank you.
Danke. Ja, jetzt sollte es nicht mehr zur Seite kippen und nur im Kreis fahren. Fantastisch! Jetzt sieht es genauso aus wie in der Anleitung. Ja, die Nagaschale in den Boden und den Knopf. Wo bleibt denn da der Spaß? Das Ding sieht aus wie ein 2-Meter-Truthahn. Juhu! Hängt alles ab! Wer sind Sie eigentlich? John Hammond. Ich besitze eine Insel, eine Art biologisches Reservat. Spektakulär, ich habe keine Kosten gescheut. Unsere Attraktion wird die Kinder um den Verstand bringen. Wenn ich Sie dazu überreden könnte, den Park quasi abzusegnen, könnte ich meinen Terminplan einhalten. Was für ein Park ist das denn? Er fällt in Ihr Fachgebiet.